Moin Leute und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Danke, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Und ja, heute spielen wir ein neues Spiel. Und ja, ich würde sagen, wir fangen auch gleich an. Ich habe die Settings ein wenig eingestellt, wegen der Musik und so. Und ja, ich würde sagen, das war Anfang oder so. Ja. Ja, das Spiel ist leider nur auf Englisch. Somit habe ich gar keine anderen Einstellungen so gefunden. Somit, ja, werden wir mal schauen, was uns überhaupt erwartet. So, da sind wir auch gespawnt. Oh, es ist halt Minecraft-Abklatsch, könnte man so sagen. Aber ich meine, so welche Spiele haben wir ja öfter. Okay, so können wir das machen. Aber es macht, glaube ich, viel mehr Spaß. Mal schauen. So, wir haben noch so eine Pflanze. Ups, achso. Was haben wir hier? Achso. Gut, ich würde sagen, wir gucken uns die Welt mal ein bisschen genauer an. Kriegen wir Schaden? Ich glaube schon, ne? Ausprobieren. Ja. Naja. Sollen das so Art Schweine sein oder was? Nee, ich glaube nicht. Eher so Art Hase oder so. Gut, mit Q können wir ins Crafting-Menü. Dazu brauchen wir Holz und solche. Okay. Haben wir aber nicht. Teleport. So, da haben wir auf jeden Fall einen Pilz oder sowas. Und wir haben halt auch die typischen Höhlen. Und wir müssen halt irgendwie, glaube ich, in den Dschungel, um sowas zu holen oder so. Wir gehen jetzt einfach noch mal hier ein Stückchen weiter. Können wir hiermit noch was machen? Ah, guck mal, Saatgut. Ist immer gut. Nehmen wir doch mal mit hier erstmal. So. Weiter, weiter, weiter. Also vorne haben wir schon den Strand. Hier haben wir noch ein Schwein.
Geh weg. Ja, gut. Nochmal ins Crafting-Menü. Mal schauen. Was wir dann hier so haben? Klopapier, ah ja. Brauchen wir natürlich auch, um die Corona-Zeit zu überleben. Viel Auswahl haben wir nicht, ne? Ich glaube, den Rest können wir so eine Art Werkbank dann haben. Und da drin dann alles craften. So kann ich mir das vorstellen. Ja, gut. Wie fangen wir denn an hier überhaupt? Brauchen wir ein Werkzeug oder nicht? Oder müssen wir das alles per Hand machen? Guck mal. Oha, einen Stock in der Hand. Okay. Oha, ist aggressiv. Und ich mach dich fertig jetzt, komm her. Aha. Ich glaube, wir müssen Tiere töten, aber wir müssen auch essen. Wir müssen was essen. Wir essen jetzt den Stinkepilz hier. Können wir nicht, oder was? Oder? Und guck mal, Fliegen. Ein schöner, leckerer Fliegenpilz ist doch gut. Nehmen wir doch mal mit hier. Ja, wir können hiermit wahrscheinlich dann auch alles einfach ernten. Jetzt noch mal. So. Essen wir nochmal einen Fliegenpilz hier. Lecker Schmecker. So. Take all. Okay, dahin haben wir noch so ein Wildschwein. Okay, ein paar sind aggressiv. Und er hier ist besonders aggressiv. Komm her jetzt. Gut, nochmal ein Fliegenpilz. Sind die hier eigentlich auch aggressiv? Nee, ich glaube nicht. Take all. So, gucken wir mal, ob wir jetzt dieses Schwert da machen können. Ne, immer noch nicht. Brauchen echt so eine Alge. Hier ist doch eine Alge, oder nicht? Eine Art Efeu oder so. So. Aha. Nehmen wir gleich mal ein paar mehr mit. Denn wir wissen ja nicht, ob wir das noch brauchen, ne? So. Ne. So. Zack. Kraft. Kraft der Macht. So,
Okay, kann ich jetzt hier raus? Danke. Ah, guck mal. Haben wir auch gleich drin. Ey, so. Aber nur ein Holzschwert. Na, mal schauen, ob das besser funktioniert. Aber erstmal noch ein Pilz essen hier. Oh ja, um einiges. So. Moment. Aha, Inventar auf jeden Fall am Start. Okay. Moment mal. Können wir das Holz hier reinziehen? Und dann mit rechts. Naja, okay, das geht nicht. Auch nicht. Egal, noch ein Pilz essen, passt. So. So, das sollte auch erstmal ausreichen. Ja, vielleicht müssen wir nach unten, um Stein abzubauen. Ja, ohne Licht ist natürlich gut. Versuchen wir mal eine andere Quelle zu finden. Das ist schon etwas schwieriger abzubauen. Sandstein aber nur. Ah, guck mal, hierfür brauchen wir natürlich was anderes wieder, ne? Wow.
Ja, ju, ne? Die waren schon heftig. Ja, gut, Leute. Ja, das soll es eigentlich auch schon wieder gewesen sein. Eigentlich gar nicht mal so ein schlechtes Game, kann ich nur weiterempfehlen. Ja, Grafik ist top. Spielt sich flüssig, gut. Und so weiter und so fort, ne? Man müsste ein wenig mehr Zeit hier rein stecken, glaube ich. Dann kriegt man das auch einigermaßen gut hin. Aber das ist ja wie bei jedem Spiel auch. Gut, Leute. Ja, dann erstmal vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein und ciao.